Hallo, heute geht's mal wieder um das Traumhaus und ich habe Boyong aus Südkorea gefragt, wie ihr Traumhaus aussieht. Viel Spaß! So, willkommen zurück und heute habe ich die Frage nach dem Traumhaus für dich. Wie sieht dein Traumhaus aus, in dem du gerne leben würdest? Naja, mein Traumhaus müssen die kleine, naja, nicht so große Appartement aussehen. Du meinst eine Wohnung? Traumhaus, naja. Ja, du kannst auch eine Traumhaus. Wohnung als Traumhaus haben. Ich frage nur, wäre das dein Traumhaus? Traumhaus. Vielleicht, das ist auch die kulturelle Unterschiede zwischen Europa und die Südkorea, weil meisten Leute in Südkorea in größere Appartements wohnen und Größeren sie Wohnungen. größeren Wohnungen, ja. Und sie leben in diese Wohnungen wohnend. So, das, ja, vielleicht klingt es ein bisschen komisch, aber diese Wohnungen sind viel teurer als die normalen, die Haus. Aber in meiner Kindheit habe ich schon die normalen Haus gewohnt, weil damals in meiner Nachbarschaft sehr ruhig und die nicht so viele Leute in diesem Dorf gewohnt haben. Deshalb haben wir nicht so größere Wohnungen gebraucht. Und damals hatte ich sehr wunderschöne Zeit verbracht. Und deshalb möchte ich irgendwann in diese typische Haus auf dem Land oder in der Vorstadt haben. So, ja. Du sagtest eine größere Wohnung. Was ist in Korea eine größere Wohnung? Die hohe Gebäude wohnen die meisten Leute zusammen. So, deshalb kann man nicht so eigene privaten Raumen bekommen, weil sie die, naja, Gemeindegebäude wohnen. Aber sie denken, naja, die größere, die hohe Gebäude werden teurer als sie das gekauft haben. Deshalb möchten viele Leute dort wohnen. Aber die Qualität des Lebens finde ich nicht so gut dort. So möchte ich in normalen Haus auf dem Land oder in der Vorstadt, ja, haben. Okay. Gut, möchtest du noch etwas dazufügen? Ja. Ich möchte auch einen kleinen Balkon haben. Ah, okay. Ja. Weil das ist nicht so normal, eine Wohnung oder ein Haus kleinen oder größeren Balkon haben. Aber wenn ich einen Balkon habe, kann ich vielleicht dort einen Kaffee trinken oder ein Buch ruhig lesen. Ja. Ja.
Ein Balkon ist sehr schön, ja. Wenn man eine Wohnung hat. Ja. Wunderbar. Vielen Dank, dass du deine Gedanken mit uns geteilt hast. Und bis zum nächsten Mal. Das waren mal andere Ideen, die jemand über ein Traumhaus hat. Ich habe mich gefreut, dass Bouyong uns dies erzählt hat. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlass bitte einen Daumen hoch und vielleicht erzählst du uns auch über dein Traumhaus. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Und ja, bis dann. Tschüss.